6.46 Uhr, 14 Minuten vor 7 Mittwochmorgen. Das Thema Geld beschäftigt uns alle. Naja, vielleicht nicht rund um die Uhr, aber doch immer wieder. Und es ist Mittel zum Zweck. Mittel, sich sein Leben leisten zu können, sich vielleicht die eine oder andere Annehmlichkeit zu leisten oder den einen oder anderen Luxus. Und das fängt bei den Kindern schon an. Umso wichtiger ist es auch, früh zu lernen, mit diesem Geld umzugehen. Markus Leierker-Schatzl, er ist Finanzcoach, Vermögensberater und der, wie sich selbst nennt, erste Geldlehrer Österreichs, tourt seit mittlerweile 7 Jahren durch Volksschulen und bringt Kindern genau den richtigen Umgang auf spielerische Weise bei. Den richtigen Umgang mit Geld. Hanna Felbinger hat ihn in der Volksschule Neuhart in Graz getroffen und da ist man mal den entscheidenden, den wichtigen Fragen der Kinder nachgegangen. Wie lange gibt es Geld eigentlich schon? Wie steht es ums Thema Zinsen? Wo wird das Geld produziert? Und darf man daheim zum Spielen eigentlich auch Geld fälschen? All das sind Fragen, die die Schüler der 4. Klasse Volksschule Neuhart während des Geldunterrichts besonders interessieren. Worauf sie sparen, wissen die meisten jetzt schon. Ich spare vielleicht weiter und dann kaufe ich mir so Rollerskates, ein Kuscheltier und vielleicht noch ein paar Schuhe. Ich spare für Bücher. Ich tue sparen, auch für ein Auto oder eine Wohnung. Ich spare und für die Armen und für mich, damit, wenn ich groß bin, damit ich Geld habe. Aber wie können Eltern ihren Kindern dabei helfen zu sparen und was müssen sie beachten? Es ist die Mischung aus Eigenverantwortung, Taschengeld einzuteilen in dem Alter, also ab 9 oder 10, einen Teil auch zu sparen, wenn es geht, klarerweise. Und aber auch den Teil, den man ausgibt, dann mit ruhigem Gewissens auszugeben. So Markus Leierker-Schatzl. Der häufigste Fehler, den Eltern im Umgang mit Taschengeld machen, sei übrigens, dass sie auf ihre Vorbildfunktion vergessen. Also wenn jetzt die Eltern sagen beispielsweise, du nicht ranscheln und spar dein Geld, aber die Eltern geben das Geld selbst so ungezügelt aus, fehlt einfach das Vorbild und die Eltern werden von den Kindern dann auch nicht ernst genommen und sind keine guten Vorbilder. Außerdem, so Leierker-Schatzl, sei es besonders wichtig, dass Kinder schon in jungen Jahren ein Gefühl für Geld entwickeln, da sonst das Fundament im ganzen Leben fehle. Ursula Pucher, Direktorin der Volksschule Neuhart, betont, dass sie den sogenannten Geldunterricht gerne in Anspruch nehme. Ihrer Meinung nach könne man Kindern auch den Spargedanken nicht früh genug mit auf den Lebensweg geben. Wie viel Taschengeld bekommst du? 3 Euro in der Woche. Und was machst du damit? Ich spare. Was machst du damit? Ich kaufe mir damit Bücher und spende für die Armen. Also das Sparen ist auf jeden Fall schon auch in den Köpfen der Kleinsten verankert. Und teilweise beweisen die echte Weitsicht, wenn man sich so anhört, was die Kinder mit dem Taschengeld machen. Ich tue sparen, auch für ein Auto oder eine Wohnung. Ja, für eine Wohnung. Das ist zwar nur nicht jetzt gleich morgen, aber man muss halt rechtzeitig anfangen.